Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Kasten und Nadine Vogt. Hallo zusammen. Heute geht es um ein kosmetisches Medizinprodukt, was relativ lange weg vom Markt war und jetzt wiedergekommen ist. Und zwar geht es um Sculptra. Genau, und ich habe dazu ein paar Fragen. Sculptra, wenn man das googelt, findet man dazu vielfältige Informationen. Teilweise wird es gehypt und als der Kollagenbooster für natürliche Gesichtserfrischung genannt. Man findet aber auch Informationen, die vielleicht verunsichern können. Und deswegen will ich Ihnen heute alle Fragen mal stellen. Und ich fange einfach mal an. Was ist denn überhaupt Sculptra? Sculptra, vielleicht können wir jetzt noch beantworten, warum das weg vom Markt war. Das kann ja vielleicht zu Unsicherheiten führen oder zu Spekulationen. Als ich die Praxis neu gegründet habe, 2006, habe ich relativ kurz danach mit Sculptra auch behandelt. Sculptra ist ein Stoff, der die Kollagenbildung in der Haut anregt. Und damals wurde es auch als Produkt zur Faltenbehandlung, also zur Auffüllung von Falten beworben. Und es hat nicht sehr gut geklappt und es gab auch Nebenwirkungen im Sinne von Knötchenbildung. Und inzwischen hat man aber sehr viel dazugelernt und weiß, wie man Sculptra verdünnt, sodass dieses Risiko Knötchenbildung viel, viel seltener auftritt. Und man weiß auch besser, wofür man es überhaupt einsetzen kann. Es ist schon seit vielen Jahren, vor allem in Brasilien, wird es verwendet zur Kollagenbildung im Gesicht, also zur Hautstraffung im Gesicht, aber auch am Körper, beispielsweise um Zellulite zu behandeln oder um eine Straffung der Haut im Bauchbereich nach einer Schwangerschaft zu erreichen oder auch im Gesäßbereich. Dafür ist es in Deutschland nicht zugelassen. Und wir werden deswegen jetzt vorwiegend über die Anwendung sprechen im Gesichtsbereich. Sculptra ist ein Stoff, der im Labor hergestellt wird. Und zwar handelt es sich um Polymilchsäure. Wir Dermatologen kennen diesen Stoff sehr gut, denn wir setzen ihn sehr oft ein, wenn wir Wunden vernähen für die tiefen Nähte von Fäden, die sich dann auflösen. Die lösen sich meistens so innerhalb von 3 Monaten auf. Und die Polymilchsäure heißt dann zum Beispiel Polyglactin. Und man hat gesehen, dass um diese Fäden oder um diesen Stoff eine Reaktion stattfindet mit Fremdkörperzellen, mit Makrophagen zum Beispiel. Und dass dann die Fibroblasten auch angeregt werden, Kollagen zu bilden. Und da hat man sich überlegt, okay, wir könnten ja ein Pulver herstellen, was diesen Fadeninhaltsstoff enthält. Und wenn wir das unter die Haut geben, dann könnte sich ja dort auch eine Kollagenbildung getriggert werden. Und genau so ist es auch. Und das ist die Funktion von Sculptra. Ja, zur Hauterfrischung und auch zur Hautstraffung setzen Sie ja in der Praxis auch schon Hyaluron eben ein. Können Sie den Unterschied nochmal genau erklären und auch die Vorteile von Sculptra? Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, denn wenn man beispielsweise eine einzelne Falte auffüllen möchte, wie zum Beispiel die Nasolabialfalte, dann ist Sculptra nicht der richtige Wirkstoff dafür. Da würde man dann eher Hyalurongel einsetzen, was man punktuell dann unter die Haut gibt. Bei Hyalurongel muss der Körper nicht viel machen. Man injiziert das Hyalurongel 1 Milliliter unter die Haut und hat dann auch eine Anhebung von 1 Milliliter. Wenn man mit Sculptra behandelt, dann verdünnt man ein Fläschchen auf etwa 9 Milliliter und verteilt es dann unter die Haut. Das heißt, man hat erstmal 9 Milliliter von diesem verdünnten Sculptra in der Haut, hat eine super glatte Haut, einen tollen Effekt. Nach 2 Tagen ist dann das Wasser, in dem das Sculptra gelöst wurde, wieder resorbiert worden und man sieht so aus wie vorher. Damit man da nicht enttäuscht ist, ist es wichtig zu wissen, dass jetzt die Arbeit der Fibroblasten und der Makrophagen beginnt und in den nächsten 2 bis 3 Monaten dann die Kollagenstimulierung stattfindet. Das heißt, es ist eine Behandlung, bei der man Geduld braucht. Bei Hyaluron hat man sofort einen Effekt, bei Sculptra ergibt er sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Die Sculptra-Behandlungen bauen aufeinander auf, das heißt, man macht auch mehrere Behandlungen mit Sculptra, meistens im Abstand von 1 bis 2 Monaten.
Man kann diese Kollagenstimulierung auch noch zusätzlich anfeuern, indem man ein Radiofrequenzmikroneedling beispielsweise mit dem Genius-System, was wir in der Praxis haben, durchführt. Dann haben wir eine doppelte Stimulierung der Fibroblasten und noch eine bessere Straffung der Haut. Also Sculptra ist für die Straffung der Haut, schon für die Behandlung von kleinen, feinen Fältchen geeignet und für Leute, die Geduld haben. Hyalurongel, damit hat man einen sofortigen Effekt und es ist eher für einzelne definierte Regionen geeignet. Wichtig ist auch, dass man Sculptra nicht um den Mund und nicht um die Augen herum einsetzen sollte, denn dort steigt dann das Risiko für diese Knötchenbildung eher an, weil dort Ringmuskeln sich befinden und die das Sculptra, diese kleinen Sculptra-Kügelchen dann zusammenschieben und dann dort eine Knötchenbildung eventuell stattfinden könnte. Und wie reagiert man dann so? Also wenn jetzt jemand behandelt wird mit Sculptra und es bilden sich diese Knötchen, kann man die dann wie bei Hyaluron zum Beispiel auch auflösen? Und was kann man da tun? Also man kann diese Knötchen leider nicht auflösen. Es gibt jetzt kein Gegenmittel wie jetzt die Hyaluronidase beim Hyalurongel, aber man kann durch Massage und auch durch Injektion von beispielsweise Kochsalzlösung kann man das schon etwas fördern, dass sich diese Knötchen dann weiter zurückbilden. Meistens ist es so, dass die Knötchen nur tastbar sind, aber nicht sichtbar sind. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn diese Knötchen nicht auftreten. Und durch diese höheren Verdünnungen, also heute nimmt man ja 9 Milliliter, früher haben wir 3 Milliliter genommen, also die dreifache Menge, die jetzt an Verdünnung genommen wird, führt dazu, dass diese Knötchen eigentlich kaum noch auftreten. Und wem empfehlen Sie denn dann diese Sculptra-Behandlung, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und ist erstmal offen und sagt, ich wünsche mir zum Beispiel eine Behandlung meiner Augenringe und ich würde gerne mein Jochbein auffüllen lassen. Wie gehen Sie dann vor? Was wäre Ihre Alternative oder kombinieren Sie es vielleicht sogar? Man kann diese Behandlung sehr gut kombinieren. Sculptra ist nicht dazu geeignet, dass man die bestimmten Merkmale verbessert, also beispielsweise die Tränenrinne behandelt oder die Nasolabialfalte auffüllt. War vor kurzem ein Patient bei mir, der eine Verbesserung der Nasolabialfalte wollte mit Sculptra und da müssen wir beraten und sagen, das ist nicht so, dass man das damit erreichen kann. Man kann diese punktuellen Verbesserungen mit Hyalurongel sehr gut erreichen. Da kann man übrigens auch eine Stimulierung der kollagenbildenden Zellen erreichen über die Wiederholung von Hyaluronbehandlungen. Aber wenn es beispielsweise darum geht, eine etwas knittrige Haut wieder straffer werden zu lassen oder wenn es darum geht, dass ein Gesicht schon sehr gut aufgefüllt ist, an der Grenze zum Unnatürlichen, aber trotzdem noch Fältchen vorhanden sind oder die Hautstruktur sich nicht so stark verbessert hat, dann kommt Sculptra ins Spiel und es ist dann ein wirklich gutes Medizinprodukt, mit dem man keine Überfüllung im Gesicht erreicht. Das ist ja immer mal wieder so, dass wir Patienten haben, bei denen eigentlich das Maximum schon erreicht wurde mit Hyalurongel und wenn man jetzt noch weiter behandeln würde, dann würde das Gesicht unnatürlich und zu aufgefüllt aussehen. Und hier ist dann Sculptra eine gute Methode, auch in Kombination mit den anderen sogenannten Energy-Based Devices, also mit Radiofrequenz, Mikroneedling, mit dem LaserMD oder auch mit dem fraktionierten CO2-Laser. Also Sculptra garantiert dann sozusagen natürliche Ergebnisse und ist vielleicht für jemanden, der Bilder gesehen hat, die ihn zum Beispiel eher abgeschreckt haben, auch vielleicht eher dann das, was Sie empfehlen würden für so einen kleinen Einstieg sozusagen. Vom Prinzip ja, allerdings ist es so, dass man zum Beispiel jetzt, wenn es darum geht, dass man frischer aussehen will, weil man Augenringe hat oder hier eine Einsenkung im Bereich der Wange oder Mundwinkel hat, wird man das Ziel nicht erreichen mit Sculptra, sondern geht es wirklich um die Hautstruktur. Allerdings ist es so, dass die Hautbeschaffenheit etwa 50% schon unsere Attraktivität ausmacht. Und insofern ist es wichtig, auch das nicht aus den Augen zu verlieren. Es geht jetzt nicht darum, volle Lippen zu haben oder keine Falten zu haben, sondern eine ebenmäßigere Haut, die auch straffer ist und sich auch straffer anfühlt. Dafür ist Sculptra sehr gut geeignet.
und eine Überfüllung, also was man teilweise auch in den Magazinen sieht oder im Internet sieht, habe ich noch nie gesehen mit Sculptra. Sie haben ja schon so ein bisschen über die Wirkung auch gesprochen. Wie sieht es denn direkt nach der Behandlung aus? Ist man dann leicht gerötet zum Beispiel? Wie lange hält dieser Zustand an? Und ja, welche Nebenwirkungen können vielleicht auch auftreten? Durch die Injektionen können Blutergüsse und Schwellungen auftreten. Dadurch, dass man eher in Zonen behandelt, die nicht so verästelte, empfindliche Blutgefäße haben, das heißt also im Bereich der seitlichen Wangen behandelt und auch hier in diesem Bereich, ist das Risiko für Blutergüsse relativ gering. Es kommt auch immer darauf an, wie es injiziert wird, ob man eine spitze Nadel verwendet oder eine Kanüle. Meistens sieht es hinterher top aus, auch einfach durch die Menge an Volumen, 9 Milliliter unter der Haut, führt immer zu einer guten Anhebung und kann auch dazu führen, dass hier die Kinnlinie sich deutlich verbessert hat, aber das ist vor allem durch das Wasser verursacht, was ja resorbiert wird in den folgenden 2 Tagen. Das zeigt schon so, in welche Richtung dann so eine Sculptra-Behandlung geht, aber es ist nicht so, dass man garantieren kann, dass mit einer Ampulle Sculptra und einer einzigen Behandlung dann genau dieser Effekt eintritt, den man direkt nach der Behandlung sieht, sondern es ist eher nicht so. Man braucht meistens 3 Behandlungen im Abstand von etwa 1 bis 2 Monaten. Risiken, also wie es zum Beispiel bei Hyaluron der Fall sein kann, dass wenn nicht korrekt injiziert wird, dass es im schlimmsten Fall zu Gewebsnekrosen oder auch zu Erblindung führen kann, gibt es bei Sculptra nicht. Also ist es sehr viel sicherer als Hyaluron? Mir ist ja nichts bekannt, dass sowas aufgetreten ist, aber prinzipiell ist es auch möglich, wobei das Sculptra ist ja viel weniger viskös, ist ja kein Gel wie Hyalurongel, sondern ist eher eine Suspension. Das heißt, es sind diese Polymilchsäurepartikel, die sind gelöst im Wasser. Und da ist es natürlich viel unwahrscheinlicher, dass ein Gefäß verschlossen wird. Hundertprozentig ausschließen kann man es nicht. Durch die Anwendung in eher Niedrigrisikozonen, wie jetzt seitliche Wangen und dieser speziellen Beschaffenheit von Sculptra, ist es sehr wahrscheinlich viel sicherer als das Hyalurongel in der Anwendung. Ja, und noch eine letzte Frage. Wenn eine Behandlung stattgefunden hat und das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, dass jemand vielleicht sagt, oh, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel oder ich wünschte, ich würde so aussehen wie vorher. Welche Möglichkeiten gibt es denn dann da? Sculptra kann man nicht auflösen. Das bedeutet, man muss abwarten, bis sich die Wirkung zurückgebildet hat. Aber da es ja nicht darum geht, Volumen zu geben, sondern eher nur die Haut zu festigen und man immer in eher Unterkorrektur arbeitet, ist es so gut wie ausgeschlossen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass dort der Wunsch bestehen würde, dass man wieder schlaffere Haut haben möchte. Wenn sich jetzt diese Knötchen entwickeln würden, ist es durch ein anderes Thema. Darüber haben wir gesprochen zu Beginn. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, wie man etwas versuchen kann. Aber es gibt nicht diesen Auflösestoff wie bei Hyalurongel. Ich bin ziemlich froh, dass wir dieses Produkt haben, weil es uns doch jetzt die Möglichkeit gibt, auch in den oberen Hautschichten die Kollagenbildung zu stimulieren, gerade in Kombination mit einem Radiofrequenz-Mikroneedling oder mit einer Lace-MD-Behandlung. Und man kann es nicht nur zur Behandlung von schlaffer Haut einsetzen, sondern auch zur Behandlung von Aknenarben. Denn dort hat man ja auch diese Einsenkung und die Polymilchsäure kann dann im Rahmen einer Kombinationsaknebehandlung, die wir sehr häufig durchführen, auch stimulieren, sodass sich dann Einsenkungen auch besser anheben. Ja, super. Vielen, vielen Dank für diese ausführlichen, gerne, informativen Antworten. Verraten Sie den Zuschauern doch noch, was muss man jetzt tun, wenn man sich von Ihnen oder Ihrer Frau behandeln lassen möchte? Ganz wichtig ist, dass ein Beratungstermin und ein Untersuchungstermin bei uns vereinbart wird vor der Behandlung. Und dann kann man wirklich schauen, welchen Bedarf Ihre Haut hat und was auch Ihre Wünsche sind. Und dann kann man schauen, welche Behandlung für Sie am besten passen, welcher Plan für Sie am besten entworfen wird. Das bedeutet, Sie können ganz einfach einen Termin
online vereinbaren über unsere Webseite für eine Beratung oder auch telefonisch natürlich dann über unser Backoffice. Ja, super. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Fragen, Kommentare gerne unter dem Video. Wir greifen dann auch Themenwünsche natürlich wie immer auf. Vielen, vielen Dank. Ja, gern geschehen und vielleicht sehen wir uns. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.